Hallo Lieben und willkommen zurück zu diesem neuen Projekt. Wieder etwas Einfaches und wie ihr sehen könnt, wieder die gleichen Farben wie aus dem letzten Video. Ich habe mir einfach das Intro nochmal genommen und die Hälfte davon hier als Start benutzt. Als einzigen Unterschied werden wir diesmal eine runde Leinwand nehmen, auch der Durchmesser 50 cm, aber ich möchte euch hier zeigen, welchen Unterschied ihr in dem Ergebnis bekommt, wenn ihr eine runde Leinwand benutzt. Denn, wie ihr euch vorstellen könnt, auf einer quadratischen Leinwand sind immer die Ecken ein Stück im Weg. Das heißt, euer gesamtes Design, was ihr durch die Ringe bekommt, wird durch die Ecken ein Stück weit verzogen. Entweder gehen Teile von eurem Pur über die Ecken der Leinwand nach unten und ihr bekommt ein anderes Muster, als ihr vielleicht wolltet. Wie auch immer, bei den runden Leinwänden könnt ihr aufgrund der fehlenden Ecken natürlich euren runden Pur viel einfacher verteilen und auch das Muster viel einfacher manipulieren. Natürlich können die jetzt sagen, ja, runde Leinwände passen aber nicht überall hin, da muss man den richtigen Platz dafür haben. Richtig, aber das ist bei jedem Kunstwerk so. Meine Empfehlung wäre hier auf jeden Fall, testet es einfach mal aus. Ihr habt ein komplett anderes Gefühl dabei, wenn ihr auch eine runde Leinwand benutzt habt, weil ihr die Farbe einfach schöner kontrollieren könnt. Wie von euch gewünscht, fällt auch dieses Video mit der Farbwahl in die bunte Kategorie. Also wünsche ich euch jetzt viel Spaß beim Schauen. Wie immer möchte ich natürlich gerne wissen, wie euch das Video gefällt, wie euch die Farbkombination gefällt. Wenn ihr Wünsche habt, was ihr an Farbkombis sehen möchtet, was ich für euch mal machen soll, auch vielleicht eine besondere Technik, die ihr bei uns noch nicht gesehen habt, einfach in die Kommentare schreiben und wir machen das für euch natürlich gerne möglich. Über einen Daumen nach oben und ein Abo unseres Kanals freuen wir uns auf jeden Fall auch, natürlich auch, wenn ihr unsere Homepage besucht. Und jetzt genügend Eigenwerbung. Ich lasse euch das Video wieder mit etwas Musik schauen und hoffe euch natürlich im nächsten Video auch wiederzusehen. Also viel Spaß beim Kreieren und bis bald!